Hallo und wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder auf Sendung. Es ist Sonntagabend. So, ich sehe gerade, dass wir noch so Lichtstreifen drin haben. Mal sehen, ob ich die Lichtstreifen rauskriege. Könnte sein, ich kriege die Lichtstreifen weg, vielleicht auch nicht. Ja, nur ich habe schon so viel probiert, gerade mit Dinge abdecken und Schatten machen, aber irgendwie haben wir heute richtig schöne helle Streifen hier drin. Vielleicht seht ihr das auch gar nicht. Also, so, ich schau mal, ob wir schon jemanden da haben. Jawohl, der Michael, die Manuela ist schon da. Herzlich willkommen und schönen guten Abend. Wir legen gleich los. Sabine ist da. Schön, dass ihr Zeit habt. Und dann schauen wir mal, was wir heute Abend alles für spannende Dinge machen. So. Hilde, Maurice, Tati. Ja, alle mit auf Sendung. Klasse. So, also. Jetzt schauen wir mal, was wir machen heute Abend. Das allererste ist eine Frage, die ich bekommen habe, heute auf WhatsApp. Ich habe sie in Status reingestellt und nachdem ich nicht weiß, ob jeder jetzt den Status lesen konnte, lese ich es euch mal ganz kurz vor, was ich heute für Frage gekriegt habe, weil die interessant wäre, die heute zum Thema zu machen. Also, ich lese kurz vor. Uli war gestern in einem Laden. Dort war auch eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn, circa 5 Jahre oder 6 Jahre. Er schlenkerte mit seinem Geldbeutel rum und hat dann etwas heruntergerissen, was in tausend Scherben zerbrach. Die Mutter schrie den Jungen an und sagte zu ihm, dass er dies nun mit seinem eigenen Taschengeld bezahlen müsse. So, und der Junge war so schockiert, was passiert ist, und blieb regungslos stehen. Ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen. Was würdest du da empfehlen in so einer Situation? Schönen Sonntag. So, das war das Thema, was ich heute auf dem Handy hatte. Und jetzt, wie geht man da damit um? Ich bekomme mit, dass ein Kind von der Mutter so, ja, in eine Schockstarre versetzt wird und man steht hier machtlos und hilflos gegenüber. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Die Frage kam auch schon, was soll ich machen, wenn jemand mit seinem Hund entsprechend umgeht, ja, oder auch sein Lebenspartner schnodderig behandelt und so weiter. Was ist hier zu tun? Ja, ich möchte auf verschiedene Art und Weise antworten. Ich mache hier nur mal mein Handy aus. Ja, ich möchte auf verschiedene Art und Weise euch antworten. Und zwar zuerst mal von der geistigen Sicht aus, weil da haben wir schon mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der schon einiges beantwortet. Wir kommen ja auf diese Welt hierher, um Erfahrungen und Erlebnisse zu machen, beziehungsweise auch um Karma abzutragen. So, und wenn wir sowas jetzt bei jemand erleben, dann ist es kein Zufall, der stattfindet, wie es gar nichts gibt auf der Welt, was Zufall ist, was uns zufällig zufällt, sondern wenn wir selbst als Kind oder als Tier kein Resonanzfeld hätten in uns, dann könnten wir dies nicht in unser Leben ziehen. Alles ist ein Thema von Schwingung, von Anziehungskraft, von Gesetz der Anziehung. Ich weiß, dass das oft sehr schwer fällt, sowas anzunehmen. Nur es ist auf der anderen Seite auch eine gute, erleichternde Erklärung für viele Dinge, die im Leben passieren und wo wir vielleicht sogar machtlos und hilflos gegenüberstehen und nichts tun können. Also, wir kommen auf diese Welt. Viele von euch kennen schon meine Bilder dazu. Und
entscheiden, unseren sogenannten Weg oder Hürdenlauf zu gehen durch diese Zeit, wo wir hier sind. Und da sind einfach verschiedene Erfahrungen und verschiedene Prozesse wichtig, die wir machen möchten. Wir können uns dann natürlich nicht mehr daran erinnern, sondern wir sind dann in diesem Hürdenlauf und in diesem Film drin. Ich mache euch ein Beispiel von meinem Leben. Ich habe ja eine sehr krasse Kindheit gehabt. Ja, Aschenputtel wäre eigentlich eine sehr einfache Beschreibung dafür. Und die Frage, die ich mir ja gestellt habe, weswegen habe ich mir so eine Kindheit ausgesucht? So in dem Moment, wo man drinsteckt in dem Prozess, ist es müßig oftmals, diese Frage zu stellen. Mir ist heute klar, dass ich dadurch ein enormes Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meine Zukunft und in die Zukunft und in mich gewonnen habe. Ich habe ein enormes Gottvertrauen aufgebaut. Ich musste immer durchkommen, ich musste immer gucken, wie ich irgendwie jeden Tag einigermaßen überlebe, auch überlebe, ohne ja Stress zu haben dauernd oder dass es handgreiflich wurde oder wie auch immer. Das heißt, es war für mich die Ausbildung fürs Leben. Und heute müssen in meinem Leben schon ganze Maschinen kommen und keine Ersatzteile, um mich noch aus meiner Lebensbahn rauszuwerfen. Ich sage immer ganze Kuchen und keine Krümel. Also, für mich war es natürlich eine satte Formalausbildung fürs Leben. Kann man sich raussuchen, muss man sich nicht aussuchen. Ja. So, und wenn wir aus der geistigen Welt kommen, dann wollen wir hier Erfahrungen machen, Lebensfilme drehen, weil sonst könnten wir dort bleiben, dann bräuchten wir nicht auf die Erde kommen, hätten wir jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, Ponyhof. Und wir entscheiden dann, was möchten wir noch an Erfahrungswerte, an Emotionen, an Gefühle, an Erlebnisse hier erleben. Jetzt kann der eine oder andere kommen und sagen, ja, wie kommt er denn auf die Idee, dass das Ganze so ist und dass es stimmt. Ich kann es euch folgendermaßen begründen. Ich habe schon eine ganze Anzahl Bücher durchgearbeitet. Ich lese nicht nur Bücher, sondern ich arbeite in der Tiefe durch von Berichten von klinisch Toten und habe auch mit Menschen gesprochen, die schon auf der anderen Seite waren und die bestätigen mir das immer unabhängig voneinander. Die können nicht voneinander entweder die Bücher abgeschrieben haben oder sich unterhalten haben. Das ist mal meine erste Antwort zu dem Thema Lebenslauf, Lebensfilm und so weiter. Die zweite Antwort darauf, die ich geben kann, ist, ich habe schon über eine ganze Anzahl, und ich mache ja meine Aufgabe schon seit ich ganz jung bin, seit den 80er Jahren, habe ich mit Menschen und Teilnehmern sogenannte Rückführungen gemacht. Ich gehe nicht in die letzten Leben. Ich halte da persönlich nichts davon. Ich sage immer, es reicht mit diesem Leben klarzukommen und wenn ich einen Rücklauf mache bis zur Schwangerschaft oder bis kurz davor, das reicht aus. Ja, weil viele sind dann auf dem Weg, dass sie alles Mögliche machen, Rückführungen ins letzte Leben, in die letzten Leben. Und ich habe solche Menschen schon bei mir gehabt als Kunden und ich muss sie dann wieder gerade biegen, dass sie einigermaßen wieder klarkommen, weil sie jetzt nicht nur das jetzige Leben und ihre Erfahrungen verarbeiten müssen, sondern auch noch, was sie in den Leben davor erlebt haben. Und das, finde ich, ist einfach zu viel. Und meine Meinung dazu ist, die Summe der damaligen Erfahrungen, Lernprozesse, Hürden und so weiter, habe ich doch jetzt im jetzigen Leben, im letzten Leben. Also warum muss ich, wenn ich im Gymnasium bin,
alles nochmal durchackern, was davor war in der 6., 5., 4., 2., 1. Klasse. Ja, die Summe meines Wissensstandes, auch zum Beispiel in der Schule, ist ja die Summe der Schulklassen, die ich vorher absolviert habe. Das mal am Rande, dass ihr wisst, warum ich mich so sicher fühle und warum ich das heute so behaupten kann. Und bei den Teilnehmern, wo ich zurückgegangen bin, bis vor die Schwangerschaft, habe ich auch das Ganze wieder bestätigt bekommen. Also das heißt, es stützt sich bei mir auf eine ganze Anzahl Erfahrungswerte, dass das so ist, dass wir hier eintreten, dass wir uns die Eltern aussuchen, dass wir uns Erfahrungen aussuchen und dass auch ich mir meine Stiefmutter ausgesucht habe und dadurch die entsprechenden Erfahrungen machen wollte. Und jetzt komme ich zu der Frage zurück von der Teilnehmerin. Auch dieses Kind möchte erleben durch diese garstige Mutter. Und ich sage oftmals, du brauchst gar keine Stiefmutter im Leben. Da reicht auch die eigene, die sich entsprechend dir gegenüber verhält und garstig benimmt. Braucht man keine Stiefmutter. Und ich möchte sofort auch das Thema Stiefmutter nochmal relativieren. Ich habe Teilnehmerinnen und Kundinnen, die die Kinder von ihrem Mann aus erster Ehe wie eine eigene Mutter liebevoll erzogen haben und sich da voll reingehängt haben. Ja, also das ist kein Angriff oder kein Affront gegen Stiefmütter, mir gefällt das Wort sowieso nicht, sondern es muss keine Stiefmutter sein, damit du als Kind schlecht behandelt wirst. Wie gesagt, es kann auch von der ganz normalen Mutter sein und da habe ich genügend Beispiele, auch hier im Ort, was ich erlebe und wo ich jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen möchte. So, das jetzt mal als Antwort. So, und das Kind wird seine Erfahrungen machen, das Kind wird die Hürden laufen und nehmen, ja, und wird entweder eine entsprechende Ausbildung bekommen durch so eine Mutter oder wird Karma abtragen oder wie auch immer. So, am liebsten würde ich das Kind in den Arm nehmen und helfen, war natürlich die Frage, das verstehe ich, ich bin genauso gelagert, nur es wird nichts nützen, ja, weil es kann nachher sein, dem Kind geht's dadurch nicht besser, ja, sondern dass die Mutter dann das wieder am Kind rauslässt. Ich habe das auch schon erlebt. Es wollten auch Teilnehmer zum Beispiel Tieren helfen, Hunden, die schlecht behandelt wurden in der Nachbarschaft. Und dann wurden die erst recht schlecht behandelt aus lauter Zorn, beziehungsweise wenn dann das Tierschutzamt kommt und die kommen dann ins Tierheim, muss es dem Tier nicht besser gehen. Also wenn wir eingreifen in irgendwelche Prozesse, heißt das nicht unbedingt, dass wir es besser machen, sondern wir machen es oft anders, jedoch oftmals genauso schlecht oder zumindest nicht besser. Ja, und das ist die Antwort darauf. Es hört sich natürlich jetzt ein bisschen konsequent an, nur es gibt einfach Momente, wo wir entscheiden können, da kann ich im Leben was tun, da kann ich wirklich was tun. Mitleid nützt nichts. Leiden, Mitleiden ist Niederfrequenz. Ja, das zieht uns nur runter, sondern ich kann im Leben auch immer, was auch global passiert, immer nur sagen, da kann ich was tun und da kann ich mit Tatenergie einsteigen oder ich kann nichts tun, nur leiden und Mitleid hilft mir nichts. Ja, da kann ich wirklich leider auch mal nur zuschauen. Ich habe vielleicht noch eine kleine hoffnungsvollere Botschaft. Jedes Kind, jeder Mensch hat einen Geistführer in sich und hat einen Schutzengel und dann kann ich nur drauf hoffen und sagen, der Schutzengel regelt das. Ja, ich kann auf jeden Menschen immer generell positive Energie und Licht und Liebe draufstrahlen
Und da habe ich mehr Gutes getan, wie wenn ich meine, ich müsste operativ eingreifen und mach's vielleicht nicht unbedingt besser dadurch. Das ist meine Antwort dazu. Und ich gehe davon aus, dass ich dadurch einmal der Teilnehmerin, die gefragt hat, als auch euch leichter machen kann, wenn ihr einfach mal irgendwo zuschauen müsst und nichts tun könnt. Es gibt einfach auch Dinge, da ist der Geistführer gefragt oder die Schöpfung gefragt und da ist es kein Thema für uns. Ihr müsst euch auch vorstellen, das, was jeden Tag auf der Welt stattfindet, da müssten wir jeden Tag überall Hand anlegen und da würden wir dran kaputt gehen. Ich kann es nicht schöner sagen. Und in dem Fall jetzt hat diese Dame, wo das miterlebt hat, gesehen, was da war. In ganz vielen Fällen wird bewertet, kritisiert, weil man nur einen Ausschnitt sieht und man sieht nicht, was die ganze Story ist und drumherum ist. Das möchte ich auch noch dazu sagen, weil wir oftmals nicht alles wissen. In dem Fall jetzt, wie gerade beschrieben, wissen wir auch nicht, was das Kind sich ausgesucht hat. Ja, wir wissen auch nicht, wie auch das Kind vielleicht die Mutter auch schon provoziert hat heute. Wir wissen nicht, wie viel das Kind vielleicht auch Unfug macht und dadurch immer wieder sich Beachtung holt, indem es einfach sich negativ Beachtung holt. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein für das Verhalten von der Mutter. Nur ich habe in ganz, ganz vielen Fällen erlebt, wir wissen nicht alles und sehen nur einen Ausschnitt. Ja, und daraufhin machen wir eine Bewertung der ganzen Sache. Und ich bin ein ganz großer Fan, generell bei allen Dingen eine Draufsicht zu machen, so gut es geht, und erstmal von oben drauf zu schauen, was läuft da für ein Film. So, das mal erstes Thema heute. Ich habe noch ein paar Dinge mitgebracht. Ja, ich möchte kurz wieder was trinken und auf meine Zettel schauen, was wir als nächstes machen. Ja, ich sehe, wir haben doch noch mal einige Teilnehmer dazu bekommen, die live gucken können. Klasse. Ja, hallo Henry, hallo aus Nordhausen, ja, von überall her. Das freut mich sehr. Wir haben gestern im Impulstag einen Teilnehmer aus Düsseldorf-Neuss gehabt. Ja, wir haben einen Teilnehmer gehabt aus dem Ruhrgebiet. Ich freue mich, dass kein Weg für euch zu weit ist, hier auch zum Impulstag anzufahren. Wenn wir beim Impulstag gerade sind, ein einziger Tag noch dieses Jahr, das ist am 30. November, Samstag, und ich kann euch nur anraten, ich habe jetzt 2 Jahre diesen Tag extra für euch zu einem ganz, ganz niedrigen Sonderpreis gemacht. Und wenn ihr noch was tun wollt, ja, dann gibt's jetzt noch einen Tag dieses Jahr, dann läuft erstmal die Ära dieser Tage aus und ich weiß noch nicht, wann ich wieder die Kapazität habe oder die Eingabe bekomme, dann wieder neue Tage zu setzen. Auf jeden Fall dann nicht so schnell wieder in den Wochen da drauf. Und wenn jemand noch die Chance nutzen möchte, am 30.11., dann können wir da nochmal richtig was losmachen. Wir haben gestern spannende Themen besprochen und da werde ich jetzt gleich, nachdem ich endlich was getrunken habe, mal kurz nochmal drauf eingehen, dass ihr auch seht, was da so geht und was da so läuft. Also, bis gleich. So, wir haben gestern was Spannendes gemacht. Wir waren gestern eine relativ kleine, handliche Gruppe. Ja, wir waren 2 Handvoll Leute. Und ich habe mal was Besonderes gemacht, wo ich euch heute mal kurz teilhaben lassen wollte. Ja, es waren alles Teilnehmer da, die mit mir schon gearbeitet haben, auch im Privatcoaching sind. Und ich habe gedacht, jetzt machen wir mal was richtig schön Persönliches und in der Tiefe. Und ich habe von allen,
die aktuellen Lebenserlebnisse und Lebenssituationen aufschreiben lassen, die sie in letzter Zeit so erlebt haben. Und dann haben wir mal mit der Seminarthematik von mir beleuchtet, was da eigentlich alles dahinter steckt. Denn viele Menschen sehen jeden Tag nur eine Momentaufnahme. Ich schaue gerade nach meinem Bild hier. Ja, ich schaue gerade nach meinem Bild vom Film. Ja, es passiert im Leben irgendeine Lebensszene. Ja, deshalb wieder von meiner Teilnehmerin das Bild. Ja, auf der Bühne passiert irgendeine Szene und wir gehen da drauf und bewerten, wie wir gerade schon im vorigen Thema gesprochen haben, nur diesen Ausschnitt. Ja, wir sehen was und jetzt mal einfach ein Beispiel. Wir regen uns einfach darüber auf. So, und jetzt greife ich einfach mal von gestern. Ich habe mir eine ganze Anzahl aufgeschrieben. Jetzt greife ich einfach mal ein Muster raus, was das zum Beispiel auf Deutsch bedeutet. Wenn wir mal viel mehr durchblicken, was läuft da für ein Film? Also, ein Beispiel, wo ich herausgreife, ich kann euch aber auch noch weitere machen aus den Themen, die in dieser Woche waren. Also, eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer hat die Situation gehabt, sich über ein Einzelthema zu ärgern und aufzuregen, was passiert ist. Sie hatte da zu tun mit einer Geschichte, wo abwicklungstechnisch mit Formulare und mit dem Amt einfach schwierig waren und hat sich einfach emotional darüber geärgert, wie kompliziert heute in Deutschland Dinge sind, die quasi abzuwickeln sind mit dem Amt, mit Dinge zu regeln, zu melden und so weiter. Und im ersten Moment sagt man ja, was haben wir für eine Bürokratie und was ist das in Deutschland alles für ein Aufwand und wie auch immer. Das ist das Einzelerlebnis. So, ich schaue immer, was ist der Hauptschauplatz? Der Hauptschauplatz ist bei ganz vielen Dingen, die zurzeit passieren oder generell im Leben bei den Menschen passieren, ein ganz anderer wie der, wo man jetzt gerade drauf geht. Ich mache ein Beispiel wieder daraus. Was war der Hauptschauplatz? Ich habe herausgefunden, dass der Hauptschauplatz war, dass einfach zurzeit gerade ein bisschen wenig Schlaf da war, die Batterie nicht voll aufgeladen war von dem Teilnehmer, die Badewanne, ihr kennt das Beispiel von mir, nicht mit warmem Wasser genügend gefüllt war, sondern einfach abgesunken war durch viel Arbeit, viel Stress, viel Energie, wo andere Dinge gebraucht haben. Und das war der ursprüngliche Hauptschauplatz, denn wenn ich voll in meiner Kraft bin, dann ärgere ich mich nicht über irgendwelche Bürokratie. Die haben wir nicht erst seit gestern, sondern wir wissen, dass es in Deutschland so ist. Wir leben hier in Deutschland und ich habe euch ja gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit in dieser neuen Zeit, wenn diese ganzen Systeme kollabieren, weil das keine Zukunft hat in der neuen Zeit, nur alles kompliziert zu machen, den Menschen das Leben immer schwerer zu machen und so weiter. Wir gehen in eine neue Zeit. Wir sind immer noch in der Übergangszeit und das wird sich extrem ändern. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft. Ja, also nochmals. Wir dürfen den Hauptgrundschauplatz finden und nicht auf dem Nebenschauplatz uns festbeißen. Jetzt mache ich euch mal ein paar ganz spannende andere Beispiele. So, und wenn wir solche Sachen besprechen, wie auch gestern, dann blicken wir mal viel mehr durch, was in unserem Leben läuft, was andere versuchen bei uns zu machen und auf welche Schauplätze sie uns holen wollen und
wie überhaupt jeden Tag dieser ganze Lebenszirkus funktioniert. Und wer durchblickt, tut sich leichter. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ja? Ich habe von einer Kundin mal vor längerer Zeit gehört, dass sie zum Geburtstag eine VIP-Karte ins Fußballstadion bekommen hat, dass sie mit ihrem Mann jetzt auch mal mit kann und mal den VIP-Bereich erlebt. Also nach außen sieht es aus, der Schauplatz ist, Schätzchen, du bekommst von mir eine VIP-Karte und darfst mit mir in VIP-Bereich ins Fußballstadion und so ein tolles Erlebnis, ja, Fußball und du wirst hier eingeladen von mir und bekommst so ein Geburtstagsgeschenk. Das ist der Nebenschauplatz, liebe Leute. Achtung! Ich habe herausgearbeitet, dass genau am Geburtstag ein wichtiges Fußballspiel war. Ihr riecht den Braten schon. Was man nicht versäumen wollte. So, und somit gibt's eine VIP-Karte zum Fußballstadion. Ja. Wer es nicht merkt, ist natürlich toll eingewickelt. Ja. Und das sind Prozesse, die jeden Tag stattfinden. Ich muss immer wieder schauen, was ist der wirkliche Film. Ich mache euch was anderes als Beispiel. Die Bargeldabschaffung wird uns verkauft, um kriminelle Hintergründe quasi abzudecken, dass man nicht mit Bargeld irgendwelche Dinge drehen kann, kriminell und so weiter. Das ist wieder der Nebenschauplatz und der gut aussehende Grund, liebe Leute. Wie bei vielen Dingen dieser Art. Der wirkliche Grund ist, dass die Freiheit der Bürger immer mehr eingeschränkt wird und dass man immer mehr alle Transaktionen, ja, immer mehr kontrollieren kann. Das ist genauso, wenn man den Menschen verkauft, dass man mit dem Handy immer mehr bezahlen kann, ja, oder sogar, was Gott sei Dank nur wenige Menschen zugelassen haben, auch in anderen Ländern, dass man sich chippen lässt, weil das ja alles so komfortabel ist, alles mit dem Chip, ja, du brauchst nichts mehr dabei haben, keine Scheckkarte, nichts mehr, ja, du kannst alles vom Konto über Chip und brauchst keinen Geldbeutel mehr und so weiter. Leute, ich muss manchmal wirklich staunen, wie man die Menschen auf Nebenschauplätze führen kann. Der Hauptschauplatz ist Kontrolle vielfältiger Art, Verkaufsverhalten, alles kann wirklich gläsern gemacht werden und man weiß auch nicht, was mit dem Chip plötzlich alles gemacht werden kann und wenn man Dinge nicht macht, die gefragt sind, was einem gesperrt wird und so weiter, ja. Die Menschen lassen sich so schnell einwickeln und einlullen. Man verkauft irgendwelche Vorteile, die ein Nebenschauplatz sind und der wahre Schauplatz wird gar nicht gecheckt. Ich sage euch das nächste Beispiel. Heute haben wir klare Dinge auf dem Plan und wir haben gestern wirklich in der Tiefe ganz, ganz spannende Dinge gesprochen. So, ich mache euch ein anderes Beispiel. Ach, noch ein kleines, was zu der VIP-Karte passt zum Fußballstadion. Ich habe auch schon erlebt in der Verwandtschaft, dass eine Mädel zu Weihnachten eine Märklin-Eisenbahn oder eine Autorennbahn geschenkt wurde. Okay? Wer spielt denn nachher damit? Fragezeichen. Auch wieder Nebenschauplatz. Schau mal, was du für eine tolle Autorennbahn oder für eine tolle Märklin-Eisenbahn bekommst. Ne? Toll, oder? Ja, ich muss nur schauen, wer nachher damit spielt. Dann kenne ich den Hauptschauplatz. So, Leute. Ja, ein anderes Beispiel noch. Ja, ich glaube, dann reicht's. Dann wisst ihr, was gemeint ist. Ich spreche hier auch
von einem anderen Begriff. Und zwar kann man das Ding auch Sekundärziele nennen. Es ist gar nicht das wirkliche Ziel. Ja, es wird ein ganz anderes Ziel verfolgt. Es gibt auch Menschen, die handeln sich Krankheiten ein. Und das ursprüngliche Ziel, nicht das Sekundärziel, ist, weil ich Beachtung möchte, gehegt und gepflegt werden möchte. Ja, und dafür suche ich mir eine Krankheit, dass ich bedauert werde und die ganzen anderen Parameter von mich bekomme. Auch wieder Hauptschauplatz, was ganz anderes wie der Nebenschauplatz, der nach außen gut aussieht. So, und zum Abschluss nochmal was, man muss es nur checken. Auch live erlebt, ja, Lebenspartner oder Lebenspartnerin wird zum Essen eingeladen. Toll, Schätzchen, ja, wir gehen zum Essen. Ich möchte dich zum Essen ausführen. Hört sich gut an. Schätzchen wollte aber. Ich sage jetzt Rumwindung, ich sage jetzt nicht, war es ein Mann, war es eine Frau. Nicht, dass das einseitig wird. Ja, Schätzchen wollte aber gern in Ruhe einen Abend verbringen zu Hause und nicht zum Essen gehen. Und dann hat sich der andere durchgesetzt. Ich will aber zum Essen gehen. Schon allein die Formulierung, ich will aber mit dir zum Essen gehen. Ja, da klingeln bei mir schon alle Glocken. So, und jetzt brauche ich doch nur wieder schauen, wenn man verkauft, dann brauchst du nicht kochen, dann brauchst du keinen Abwasch machen, dann brauchst du keine Küche machen. Hört sich das im ersten Moment ganz toll an. Der tiefere Hintergrund und der Hauptschauplatz ist aber vielfach, dass ich mich ablenken möchte, dass ich gar nicht in Ruhe daheim sitzen möchte, dass ich sowieso immer in Unrast bin und wieder irgendwas brauche, um wieder Bewegung zu haben, Unrast zu haben und wieder rauskomme, weil mir die Decke auf den Kopf fällt oder weil es mir lieber ist, dass ich dann wieder Leute treffe oder noch Freunde am besten auch noch mitnehme, sei es zum Essen oder in Urlaub, dass man wieder nicht miteinander in Ruhe Dinge sprechen kann oder mal zu seiner inneren Ruhe kommt. Ja, so, und wenn ich weiß, dass der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin ein Unrastprogramm hat, dann riecht mir das mit dem Essen gehen schon ganz, ganz stark, dass das ein ganz, ganz anderer Hauptschauplatz ist. So, ich wollte euch heute mal ein paar ganz, ganz klare Dinge da dazu sagen, wie im Leben oftmals wir meinen, das ist das Hauptziel und in Wahrheit geht es um Sekundärziele, um ganz andere Dinge zu erreichen und es wird uns ganz toll verkauft, ja, und Honig um den Mund geschmiert und der Film lautet in Wahrheit ganz anders. Das war eins der Themen, auch gestern, wo wir drüber gesprochen haben, haben viele Beispiele draus gemacht und das war auch nochmal sehr spannend, ja. Henry, und schon meldet sich die Kirchenglocke im Hintergrund. Jawohl, die Kirche sagt uns, wann Sonntagabend ist. Ja, die entscheidet, ja, wann es in den Sonntagabend geht. Genauso ist bei uns am Samstagmittag um 3, da klingelt die Kirchenglocke und dann sagt die Kirche, jetzt ist Wochenende eingeläutet, weil es die Kirche sagt. Das auch nur am Rande. Können wir wieder ableiten, was ist der wirkliche Grund, dass dauernd diese Kirchenglocken und sagen, wo es lang geht. Aber ich glaube, wir haben genügend Beispiele gemacht. Ja, ich wollte euch nur noch mal sagen, wie wichtig das ist, durchzublicken. Was meint ihr, warum mein Slogan heißt, die klare Sicht der Dinge? Weil ganz viele Menschen gar nicht wissen, was eigentlich die Tiefe der ganzen Filmgeschichte ist jeden Tag. Wir werden so oft auf Nebenschauplätze gelockt und wissen gar nicht, was ist der Hauptgrund nach dem Motto, finde die Dreckschleuder, bevor du die Putzmittel dauernd verstärkst. Ja, lieber das Richtige tun, als das Falsche immer besser zu machen. Das sind die Aufrufe, die ich da damit sagen möchte. Jetzt trinke ich noch mal kurz was und dann gehen wir so langsam in den Endspurt. Wir haben schon wieder über 30 Minuten hier hingekriegt. So,
Dann kann ich Luft holen und wenn ihr noch eine Frage habt, meldet euch, weil wir biegen so langsam von Queranflug in den Endanflug hier ein. Wenn wir gerade beim Endanflug und Long Final sind, wir haben auch gestern im Impulstag einiges gesprochen, was wir von der Fliegerei lernen können. An Klarheit, an Zuverlässigkeit, an Konsequenz, ja, und an Verlässlichkeit. Ja, da kann ich also nicht irgendwie Ego-Spiele machen oder sagen, wenn ich angewiesen kriege, ich soll in Frankfurt die 2-5 links landen, dann sage ich einfach, ich will nicht auf der linken Landebahn landen, ich will auf der rechten landen. Ja, und oder vielleicht mich machthammelig durchsetzen und sagen, ist mir egal, was der Tower sagt, ich lande trotzdem auf der anderen Bahn. Also wir haben ganz tolle Dinge gesprochen gestern aus der Fliegerei, die wir dann konsequent in unser Leben einbringen können und natürlich noch viel, viel, wie soll man sagen, ernstzunehmendere Persönlichkeiten sind, nochmal ein ganz anderes Image haben, weil man sich auf uns verlassen kann und weil wir einfach tolle Verhaltensweisen drauf haben. So, wir haben gestern gesprochen, wie weit gehen Menschen in ihrer Entwicklung, wo bleiben sie stehen, wo kommen sie auch nicht mehr zu mir, weil sie sagen, bis hierher gehe ich, weiter gehe ich nicht in meiner Entwicklung, jetzt wird es unbequem, unangenehm und jetzt müsste ich viel, viel mehr an mir arbeiten oder verändern. Ich habe also gesprochen, wie die Entwicklungsstufen laufen und wie wichtig das ist, dran zu bleiben. Wir haben gesprochen über Demut, dass Demut oder Demütigen auch ist, den Mut deinstallieren heißt ja, also auch Demütigen, Demut, den Mut deinstallieren, wie das bedeutet. Dann haben wir gesprochen, wie viel Demütigungen braucht die Seele, bis sie eine Veränderung macht, beziehungsweise auch noch ist es wichtig, dass wir uns selber nicht demütigen. Ich frage mich manchmal, wie oft holen sich Menschen in ihrem Leben, privat oder geschäftlich, noch das Brett, ja, bis sie sagen, der Leidenspegel ist erreicht. Das sind alles ganz wichtige Dinge, die mit unserer Gesundheit, mit unserer Selbstliebe und solchen Sachen zu tun haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir sofort kritisiert werden, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln, weil wir nicht mehr so pflegeleicht sind. Das haben wir auch ganz ausführlich gesprochen, wie wir da trotzdem damit umgehen. Und es war nochmal ein wichtiges Thema, wie gut bin ich unterwegs mit meiner Persönlichkeitsentwicklung? Bin ich zu langsam? Gibt mir das Leben bald Anschub? Oder bin ich auf Trend? Also ich möchte euch nochmals anregen, ihr habt am 30.11. noch einmal die Chance, an diesem Tag dabei zu sein und spannende Themen und Dinge erleben. Ansonsten für meine Teilnehmer, die bei mir schon aktiv arbeiten, haben wir wieder im Januar ein Wochenende in Isny im Jägerhof auf dem Plan, wo wir mal wieder ein ganzes Wochenende Spaß, Freude und Thematik haben. Das ist jetzt auch dann zu entscheiden, weil das jetzt in die Buchung dann geht. Und das sind mal die nächsten zwei Termine noch, 30.11. und Januar. Und dann werde ich schauen, was wir überhaupt nächstes Jahr machen und was wir neu oder anders aufsetzen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart, dass euch solche Dinge interessieren. Ich kriege immer so viele Feedbacks, am meisten zurzeit vor die Lives, wo ihr mir sagt, Mensch, das war aber mal wieder richtig Thematik, ja, nicht irgendwas Theoretisches, sondern aus dem Leben gegriffen. Und ich frage euch jetzt, habt ihr noch eine Frage? Kommt hier noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas schreiben? Oder haben wir es für heute? In letzter Zeit schaffe ich es immer auf 40 Minuten einigermaßen zu kommen. Also wenn ihr noch was habt, bitte jetzt schreiben. Und ansonsten wären wir für heute durch. Ich gebe euch noch kurz einen kleinen Moment, falls noch was wichtig wäre.
Alle happy, alles soweit klar. Dann kann ich euch in die neue Woche schicken. Ja, genießt den Sonntagabend. Eine gute neue Woche für euch. Lasst euch gut gehen. Lasst euch nicht auf Nebenschauplätze führen und lasst euch von mir trainieren, immer mehr die wahren tiefen Hintergründe zu erkennen, zu sehen, was sind die Hauptschauplätze. Und das wäre auch mal ein spannendes Thema, um mal richtig dran zu arbeiten und zu trainieren. Gestern haben wir da sehr, sehr viel dafür getan. Danke an alle, die gestern so offen und ehrlich ihre Themen eingebracht haben, dass wir an dem praktischen Leben hier richtig reden konnten und Dinge klären konnten. Also mit allen guten Wünschen für euch und bis zum nächsten Mal. Ciao zu euch.